So, nachdem das mündliche Abitur weitgehend gelaufen ist, können wir uns jetzt dem normalen Schulalltag wieder zuwenden. Und da sind wir von jemandem auf folgende Aufgabe aufmerksam gemacht worden. Es geht um den Roman Chick. Wenn man den nicht kennt, ist nicht schlimm. Wir sagen alles, was man wissen sollte, um das Kapitel 45. Und dort gibt es eine Auseinandersetzung zwischen dem Sohn des Hauses und dem Vater. Und jetzt geht es darum, einen inneren Monolog des Vaters zu schreiben. Also etwas, was man schon mal gemacht hat vielleicht, was man aus Erzählungen kennt. Wir sagen dazu gleich noch einiges. Es geht also darum, wie schreibt man einen inneren Monolog, den es in diesem Fall eigentlich gar nicht geben kann, denn der Sohn ist der Ich-Erzähler. Wir werden das gleich erklären, warum das schwierig ist. Aber wir verraten eben auch eine Lösung, wenn die auch auf einem Umweg erfolgt. Uns hat das jedenfalls viel Spaß gemacht. Das war für uns zunächst mal auch eine seltsame, schwierige Aufgabe. Wir hatten uns nie Gedanken dazu gemacht. Und hin und wieder werden wir sowas auch mal machen, dass wir dann einfach mal nachdenken, was ausprobieren und dann natürlich auch auf Leute warten, die noch klüger oder kreativer sind als wir. Ein innerer Monolog ist ja zunächst mal nichts anderes als die direkte Wiedergabe der Gedanken einer Figur in einem erzählenden Text. Allerdings Monolog, wie im Theater, einigermaßen logisch aufgebaut, im Regelfall zumindest, anders als im Bewusstseinsstrom, wo die Gedanken einfach in einem Strom wie ein Fluss völlig durcheinander, chaotisch und so weiter auch auftauchen können. Darum geht es hier nicht. Jetzt vielleicht ganz kurz etwas zu der Situation, um die es hier geht, für die, die den Roman Chick und da das 45. Kapitel nicht so gut kennen. Ein paar einleitende Überlegungen. Und zwar, der 14-jährige Ich-Erzähler Mike freundet sich also mit dem gleichaltrigen, aber sehr ungewöhnlichen Chick, einem Russlanddeutschen, an. Und der kennt sich aus, wie man sich Autos besorgt und so. Und so fahren sie mit einem entliehenen, das weiß man nicht so genau, geklaut oder entliehen, Lader durch die Gegend, erleben dort eine Menge Abenteuer. Am Ende landen sie auf einer Polizeistation, fahren ohne Führerschein, Unfälle und alle möglichen anderen Dinge noch. Mike sagt dann bei der Polizei auch ehrlich aus, dass sie beide, die inzwischen ja Freunde geworden sind, an allem beteiligt waren. Und in dem Kapitel 45 nun stellt Mikes Vater, ein Unternehmer aus gutbürgerlichem Haus, mit einer Art Villa da sogar, seinen Sohn zur Rede und will ihn dazu bewegen, alle Schuld auf Chick zu schieben, den Russlanddeutschen. Das hat der Vater sogar mit einem Sozialarbeiter, der sehr beeindruckt war, als er die Wohnung da besuchte, anständiges Haus, Geld und so weiter, schon so abgesprochen. Mike will aber nicht lügen, stellt sich so quer, dass der Vater gewalttätig wird und ihn sogar niederschlägt. Und die alkoholkranke Mutter ist dabei, findet das zwar nicht gut, ist aber zu schwach, um Mike in der Situation jetzt irgendwie zu helfen. Und am Ende des Kapitels, kann man sagen, leckt Mike da gewissermaßen seine Wunden am Pool, denkt an Chick, der aktuell in einer Art Erziehungsheim untergebracht ist. Und das ist dann die Übergangssituation, in der man dann einen inneren Monolog des Vaters einbeziehen könnte. Und wie das überhaupt nur geschehen kann, werden wir jetzt zeigen. Wir machen das mal relativ kurz. Das ist der Normalfall. Wir haben einen Erzähler in einem erzählenden Text. Wir haben da drei Figuren, die handeln und sprechen und so weiter. Und da können sie aufeinander reagieren entsprechend. Aber jeder von denen denkt auch. Niemand von den Figuren weiß, was der andere denkt. Aber der Erzähler, der kann in diese Figuren hineinschauen. Er hat sie ja geschaffen. Und dann sind wir das durchaus gewohnt, dass er die Gedanken einer Figur wiedergibt. Jetzt haben wir aber das Problem, hier haben wir Vater, Mutter und Mike. Mike ist gleichzeitig der Ich-Erzähler, das heißt, der weiß natürlich nicht, was Figur 1, der Vater vor allen Dingen und eventuell auch die Mutter, denken. Das kann er sich nur denken. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass er das hier gewissermaßen in der Erzählung erfindet, er das dann für sich und versucht das einigermaßen passend da sich vorzustellen. Während in der anderen Situation, da macht der Erzähler daraus etwas, was die Figuren dann tatsächlich auch denken. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen.
Schauen wir mal an, unser Mann, was man da unter Umständen machen kann. Wir haben das hier mal ausprobiert. Das kann man sich in Ruhe hier alles durchlesen. Das machen wir jetzt nicht. Wir erklären das einfach hier am Text. Ne? Die Überleitung vom normalen Text, da heißt es, ne, Chick ist im Heim und nicht mal Briefe bekam man da. Und jetzt geht die Einfügung los. Aber ich würde ihm erzählen, was hier passiert war. Aber nicht einfach so. Der kennt ja meinen Vater kaum. Also werde ich ihm erzählen, was in dessen krankem Kopf abgegangen ist, als er mich fertig machte. Ja? Das ist also zunächst mal die Begründung dafür, warum er sich überhaupt was ausdenkt, was der Vater gedacht hat. Dann wird eine Situation geschaffen. Mein Vater hatte den Autoschlüssel vergessen. Das ist auch erfunden. Jedenfalls kam er wutschnaubend nochmal zurück. Das ist ja wichtig, denn er soll jetzt denken. Und beachtete mich nicht weiter, wie ich da noch auf dem Boden lag. Man konnte ihm ansehen, was er dachte. Das ist so ein Schlüsselsatz, mit dem man dann bei einem Ich-Erzähler überleiten könnte zu dem, was der sich da ausdenkt, der Erzähler, was die andere Figur denkt. So, der Vater denkt also jetzt. Da liegt er, dieser Nichtsnutz. Zu nichts ist er zu gebrauchen. Aber mir Vorwürfe machen, dass das Geschäft nicht läuft. Das war einfach zu viel. Die Schläge hat er sich redlich verdient. Ja? Diese blauen Markierungen zeigen immer, das ist jetzt Denkaktualität. Liegt und natürlich die Personalpronomina müssen natürlich stimmen. Ja? Dann ist Mike auf einmal er und der Vater ist natürlich ich. Das ist ja klar. Vielleicht bin ich nicht der beste Vater, aber sicher der Beste, den so eine dumme Type, der sich von anderen Leuten reinlegen lässt, überhaupt kriegen kann. Mich legt so weit gleich keiner rein. Das stimmt zwar nicht so ganz, er ist ja pleite mit seiner Firma, aber er darf das natürlich sich so zurechtdenken. Und Ideen habe ich genug. Und ich weiß auch, was in der Welt läuft. Wenn ich an diesen Sozialtypen denke, der ist richtig ein paar Zentimeter kleiner geworden, als er unser Haus und den Pool sah. Tja, und dann braucht man eben nur noch eine gute Idee, so eine Prozessstrategie, denn da kommt ja noch eine Gerichtsverhandlung, da kenne ich mich aus. Naja, soll sich der Junge erstmal da am Pool erholen, beim nächsten Mal ist er hoffentlich klüger und dann klappt das schon vorm Gericht. Das wäre also jetzt die Gedanken, die der Vater haben könnte und die eben Mike sich da entsprechend ausdenkt. Dann gibt es noch eine Ausleitung. Ausleitung nennt man immer, wenn man am Ende dieser Erfindung dann wieder zum Originaltext zurückkehrt. So ähnlich werden wohl seine Gedanken gewesen sein. Und jetzt mal sehen, ob Chick eine Idee hat, wie ich aus dieser Vaternummer ohne weitere Schläge rauskomme. Es wird sich schon was finden. Wie gesagt, das ist unsere Idee. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Darum der Hinweis, wenn jemand noch eine andere Lösung sieht, freuen wir uns über entsprechende Kommentare, die wir dann auch gerne auf der Homepage, wo wir das alles niederlegen und so weiter, dann auch einarbeiten. Was man sich jetzt merken könnte. Ein innerer Monolog ist nichts anderes als die Aneinanderreihung von Gedanken, die einer Figur in einem erzählenden Text, einem Roman, einer Kurzgeschichte oder so, durch den Kopf gehen. Normalerweise werden sie durch den Erzähler präsentiert, der ja in die Köpfe der Figuren hineinschauen kann. Wenn man selbst einen solchen inneren Monolog schreiben soll, also einfügen, das ist eine ganz normale Aufgabe, die im Deutschunterricht kommen kann, dann muss man sich erst eine Stelle suchen, an der dieser Monolog passt, an der es also etwas zu denken gibt. Dann überlegt man, worüber die Figur nachdenken könnte in der konkreten Situation. Also bitte nicht einfach alles wiedergeben, was sowieso schon im Text steht, sondern Zusatzüberlegungen. Was habe ich eben da eigentlich gemacht? Oh Mist, das ist ja mächtig schiefgelaufen. Was soll ich jetzt machen? Wie wird das hier weitergehen? Was hat die oder der damit gemeint, als er gesagt hat? Das sind natürlich alles Dinge, die in die Situation da einfach passen müssen in der Situation. Auf gar keinen Fall darf man etwas einbauen, was zum eigentlichen Text überhaupt nicht passt, also die Figur verändert oder die Situation. Dieser schlagende Vater sollte nicht plötzlich hier zu einem liebevollen Vater gemacht werden, denn der Roman geht ja noch weiter. Ja, das würde also dann nicht passen. Wichtig ist, zu dem vorhandenen Text bis zu der Einfügestelle einen Übergang zu schaffen. Das haben wir eben gezeigt. Und am Ende sollte man zum vorhandenen Text wieder zurückkehren, was wir Ausleitung nennen. Das ist also der Normalfall. Wenn das eine normale Ehrerzählung ist, ne, dann kann man das natürlich da gut machen. Wenn man mal ausnahmsweise einen erzählenden Text hat, in dem ein Ich-Erzähler in die Köpfe der anderen Figuren nicht hineinschauen kann,
dann lässt man ihn sich das eben denken. Das heißt, der Erzähler denkt sich das, der Ich-Erzähler denkt sich das aus und macht das auch deutlich. Am besten leitet man ein mit, jetzt denkt er bestimmt wieder, der Vater hier zum Beispiel, eine andere Figur. Und dann wäre ein Beispiel, der lügt mich nur an, dem kann ich überhaupt nicht trauen, also sollte ich mir das schriftlich geben lassen. Und dann kann man ausleiten von da aus wieder, indem man dann, der Ich-Erzähler dann sagt, aber das werde ich bestimmt nicht tun. Ja, wir hoffen, dass hier einiges klar geworden ist. Einmal, wie man im Normalfall einen inneren Monolog bauen kann. Ne? Wir werden da auch noch verlinken, schon Beispiele, die wir da auch gemacht haben. Und das ist eben dieser Sonderfall, den wir mal ausprobiert haben. Und wir sind der Meinung, dass das ganz gut eigentlich funktioniert hat, eine Möglichkeit ist. Und wenn jemand da anderer Meinung oder einer besseren Meinung ist, dann kann er sich ja einfach bei uns melden. Denn wir freuen uns natürlich auch über Fragen, Anregungen in den Kommentaren. Insgesamt legen wir die Dokumentation wie immer hier auf dieser Seite ab. Ne? Die verlinken wir hier auch. Dort Aktualisierungen, eventuell Korrektur möglicher Fehler. Und wir freuen uns natürlich, wenn jemand unseren Kanal abonniert. Schnell durchblicken, dann wird er eben aufmerksam gemacht, wenn wieder etwas kommt. Und wir probieren immer wieder einiges aus und wünschen euch und uns natürlich viel Erfolg dabei.